Ganz herzlich willkommen an dem heutigen Eröffnungstag. Wir stehen hier auf einer hochprofessionellen Strasse. Die Umfahrung umfasst eine neue Strasse von rund 2 km Länge und einen Tunnel, der 570 m lang ist. Und da die Strasse zweimal über die Lütschine führt, umfasst die Umfahrung auch 2 Brücken. Für die Umfahrung, die wir realisiert haben, hat es 20 Jahre gebraucht, von der ersten Idee bis zur Inbetriebnahme. Wenn so etwas nachher zu Ende kommt und es insbesondere eben gut ist, dann ist natürlich die Freude gross. Ich bitte euch mit den besten Gedanken, das Wanderschild zu öffnen. Also die wichtigste Botschaft, die ich an die Bevölkerung richte, ist, dass jetzt das Potenzial, das sich für das Dorf bietet, weil es jetzt doch deutlich vom Verkehr entlastet ist, dass sie das Potenzial nutzen und ihr Dorf lebenswerter schlussendlich ausgestalten können. Es ist ein Multifunktionstunnel, muss man sagen. Also, eigentlich kann man den Verkehr aus Wilderswil rausnehmen, das ist das eine. Also die Auto, die Lastwagen fahren nicht mehr durch. Aber wir haben gleichzeitig Hochwasserstollen, wenn es, wie es alle 300 Jahre kann vorkommen, hier der Fluss übergeht. Man kann aufs Park and Ride fahren, in die Gewerbezone. Und von diesem Hintergrund geht hier direkt auf die Autobahn. Ja, das Coole war natürlich auch, dass die Leute auch mit dem Velo können durch diese Umfahrung konnten. Ein letztes Mal. Die ist dann für den Veloverkehr gesperrt. Und wir hatten einen kleinen Haufen Velo hier hinten. Die Autofahrer würde ich auf den Weg mitgeben. Bitte, liebe Autofahrer, nutzen die Umfahrung bei jeder Gelegenheit. Genau für das ist sie nämlich gebaut worden.